Sie möchten Ihre Liebsten mit einem ganz besonderen Geschenk zum Geburtstag überraschen? In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie eine Diashow zum Geburtstag erstellen können, inklusive Fotos und Musik. Sie brauchen dazu nur einige Bilder, Videoclips und eine passende Diashow-Software. Wir werden SmartShow 3D nutzen. Ein funktionsstarkes und benutzerfreundliches Diashow-Programm. Starten Sie die Software und wählen Sie die Option Diashow in 5 Minuten aus. Hier finden Sie fertige Vorlagen für verschiedene Anlässe. Entscheiden Sie sich einfach für Ihren Favoriten und die Software wird Ihnen die empfohlene Anzahl an Bildern für diese Vorlage anzeigen. Fügen Sie Ihre Bilder hinzu und klicken Sie auf Weiter. Wählen Sie jetzt den Musiktitel für Ihre Diashow aus. Fügen Sie entweder das Lieblingslied Ihres Geburtstagskindes hinzu oder entscheiden Sie sich für eine Melodie aus der integrierten Musiksammlung. Klicken Sie auf Fertig. Wenn Ihre Diashow fertiggestellt ist, ist die Zeit zur Personalisierung gekommen. Lassen Sie uns als erstes den Titel anpassen. Machen Sie einen Rechtsklick auf die Titelfolie und wählen Sie Text bearbeiten aus. Tippen Sie Ihren eigenen Diashow-Titel ein. Klicken Sie zuerst auf Übernehmen und dann auf Abspielen, um das Ergebnis anzusehen. Sie möchten weitere Bilder hinzufügen? Dann können wir eine Folie mit einer Collage einfügen. Wechseln Sie zum Tab Collagen, wählen Sie Ihren Favoriten aus und ziehen Sie diesen einfach auf die Zeitleiste. Klicken Sie auf Folie bearbeiten, um eigene Veränderungen vorzunehmen. Ersetzen Sie den voreingestellten Hintergrund durch Ihren eigenen oder wählen Sie eine neue Farbe, einen Farbverlauf, eine Textur, ein Bild oder sogar ein Video aus. Ergänzen Sie Ihre Wünsche an den Beschenkten. Klicken Sie auf die Beschriftungsebene, ändern Sie den Text und passen Sie die Einstellungen an. Sie möchten Videos in Ihre Diashow integrieren? Lassen Sie uns zwei Möglichkeiten anschauen, wie Sie das schaffen. Die erste funktioniert am besten, wenn Sie einen kleinen Clip und einige Verschönerungseffekte einfügen möchten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeitleiste und wählen Sie Leere Folie einfügen. Gehen Sie in den Folieneditor, klicken Sie auf Ebene hinzufügen und wählen Sie Video. Fügen Sie Ihr Video hinzu, wählen Sie die Hintergrundfarbe und ergänzen Sie einen Rahmen. Jetzt fügen wir einen lustigen Effekt hinzu, zum Beispiel Blasen. Sie finden sie unter Folieneffekte. Stellen Sie die Anzahl der Blasen und deren Größe ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Vorschau. Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind. Eine andere Möglichkeit, ein Video einzufügen, ist, es einfach in die Zeitleiste zu ziehen. Fügen wir nun einen animierten Text und einen bewegten Wolkeneffekt ein. Klicken Sie auf Folie bearbeiten und wählen Sie Ebene hinzufügen. Wählen Sie animierter Text. Entscheiden Sie, wie Ihre Buchstaben auf der Folie erscheinen sollen. Wählen Sie einen Stil und klicken Sie auf Zur Folie hinzufügen. Geben Sie Ihren Text ein und passen Sie die Einstellungen an. Jetzt fügen wir einen bunten Wolkeneffekt auf der Folie hinzu. Zeigen Sie eine Vorschau an und speichern Sie das Ergebnis. Sie wollen Ihre Wünsche nicht nur als Text senden? Dann fügen Sie Sprachkommentare in Ihre Diashow ein. Wechseln Sie in den Modus Zeitleiste und machen einen Doppelklick, um die Aufnahme zu starten. Fügen Sie die Audiodatei Ihrer Diashow hinzu. Schieben Sie die Aufnahme an den Zeitpunkt, an dem sie starten soll. Um die Feinabstimmung der Lautstärke vorzunehmen, verwenden Sie Audiopunkte. Fügen Sie welche hinzu, um die Musik leiser zu stellen, während der Sprachkommentar abgespielt wird.
Lassen Sie eine Vorschau Ihrer Diashow von Anfang an laufen, um sie noch einmal zu überprüfen. Gehen Sie zurück zur ersten Folie und drücken Sie Abspielen. Wenn Sie mit dem Resultat zufrieden sind, klicken Sie die Schaltfläche Video erstellen an, wählen ein geeignetes Format und speichern Ihr Video. Jetzt wissen Sie, wie Sie eine Diashow zum Geburtstag erstellen können. Laden Sie Smart Show 3D gratis von der offiziellen Webseite herunter und starten Sie jetzt sofort.